gerade mal 3 Stunden im Bett gewesen. Jetzt geht der Slowblasen hier wieder los, ey. Boah. Aber hier ist das fast so was wie ein durchgehender Ton. So, anstatt. Habe ich mich fast an dieses Terrorgeräusch gewöhnt. Halbe Stunde später klingelt es an der Tür. Und normalerweise ist es der Postbote, der einfach was vor die Tür legt und dann wieder verschwindet. Und dann hört man halt, wie er die Treppen wieder runtergeht, aber diesmal verschwand er nicht. Muss ich halt an die Tür gehen, weil das ist der Maintenance-Typ, der hier die Decke checken will, wegen dem Wasserschaden. Aber Lien war genau in der Ecke noch im Bett. Konnte ich nicht reinlassen. Also habe ich gesagt, ey, komm mal wieder in einer Stunde. Ja, die Stunde ist jetzt mehr als. Ja, ist jetzt vorbei. Mehr als 10 Minuten. Der Typ ist immer noch nicht wieder da. Jetzt stehe ich hier. Und warte auf den. Der ganze Morgen schon wieder super nervig. Schon wieder unzählige Würmer entkommen aus dem Wurmhabitat. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Abtapen? Oder was? Also ich hatte das in einem Müllbeutel drin, von daher waren die alle im Müllbeutel in so einem Klumpen. Aber es ist super nervig, wenn ich jeden Morgen die Dinger da raussuchen muss und wieder zurücksetzen. Was stimmt da nicht? Also ich hatte dem Typen ja gesagt, komm mal in einer Stunde wieder. Also sind wir natürlich in einer Stunde dann aufgestanden, nachdem ich aus meiner Tiefschlafphase zum ersten Mal gerissen wurde. Kommt er nach 2,5 Stunden. Und der Laubtyp, der ist immer noch unterwegs. Oder die Laubtypen. Ja, jetzt befindet er sich gerade auf dem Dach. Was auch immer der da macht. Uselig ist es. Lien trägt 3 Hosen, wie sie mir erzählt, und 4 Pullover, aber es ist trotzdem immer noch kalt. Und jetzt versucht sie gerade irgendwas zu basteln. Ich Was ist das? Reisbein. Reistasche. Reistaschen, Reistüten, Reis. Ja, Tüten, können wir zu Soll Tüten. irgendwie Wärme im. Microwave. Wo Mikrowelle. soll die Wärme hin? Oder im Bett? Ja. Ja, das. Oder just when you're on the couch, sofa or whatever. Ja. Soll die Wärme irgendwie in der Couch, im Bett oder sonst wo halten? Oder man tut halt den Reis, eingenähten Reis irgendwie in die Mikrowelle, legt das ins Bett und da soll es dann das Ding aufwärmen. Oder so. So, muss ich jetzt mal kurz zur Bank. Weiterer Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Ich weiß nicht, ob du es sehen könnt, aber in Deutschland wäre es ein Unding, in Jogginghosen und Slippers zur Bank zu gehen. Hier in Amerika total normal. Von daher werde ich mich den örtlichen Gepflogenheiten anpassen. Zum ersten Mal mit Slippers und Jogginghosen zur Bank gehen. Ja, jetzt haben wir 12 Uhr. Eigentlich soll es halt ein bisschen wärmer werden, aber wie man sehen kann, 10 Grad. Ey, 10 Grad. Und in der Wohnung ist es natürlich genau 600 feet, turn left dieselbe on Stanford Temperatur. Avenue. See, as you can tell, on the inside it's perfectly fine. This is because it's cooked. Ja. Das sind die heißen Dinger. Filled with rice. Und dann voll mit Reis. Au! Die sind echt heiß. Und dann packt man dann in die Mikrowelle und legt ins Bett oder kuschelt sich an die Dinger. Auf jeden Fall sind die ziemlich warm und halten die Wärme auch. Riechen halt nur noch ein bisschen nach Reis. Heute gibt es Taco-Salat.
obwohl das so eine coole Aktion ist, gerade. Das, was wir wahrscheinlich morgen machen werden oder übermorgen, weil morgen gibt es wahrscheinlich die Reste vom Taco Salad. Da gibt es so eine Werbung von Burger King gerade. Und zwar muss man sich in die Nähe, also 600 Fuß, 250 Meter in die Nähe von einem McDonald's stellen und kann dann von da aus, also offiziell von McDonald's aus, einen Whopper für einen Cent bei Burger King bestellen. Und dann fährt man von McDonald's zu Burger King und zieht sich dann den Whopper rein. Und diese Promotion läuft vom 2.12. bis zum 12.12. oder so. Und eigentlich wollte ich das heute machen, aber die VN hat andere Pläne mit Taco Salad. Und hat schon alles aufgetaut. Dieses komische Beef, was ihr gerade gesehen habt, dann den Käse und hat unser Lieblingsdressing bei Blackbeard Diner geholt und so weiter. Von daher wird das nichts. Aber das dürfen wir nicht vergessen, denn für 1 Cent ein Whopper, das ist wahrscheinlich der, das, was es normalerweise wert ist. Naja, und dann neues Paket gekommen. Und es sieht so aus, als kommt es von Lenovo. Von daher ist es wohl mein Computer. Von daher, den werde ich mir jetzt mal reinziehen. Und gucken, ob der funktioniert. Ja, das Hackfleisch, das wir heute essen, mit diesem Taco-Salat, das riecht komisch. Aber das ist grundsätzlich normal. Also, was nicht normal ist, ist, dass man... Ich weiß nicht, wie lange es im Kühlschrank lag, bevor es eingefroren wurde. Aber es wurde eingefroren ungefähr 5 Jahre ist das her. Und jetzt wird es nur gekocht, mit unheimlich vielen Gewürzen versehen und damit Salat und diesen Taco-Chips gegessen. Also nicht, wenn ihr ab heute nichts mehr von mir hört, dann wisst ihr warum, wegen diesem komischen Fleisch. Das ist der neue Laptop. Und natürlich nicht die Maus, weil die kommt ja zu spät. Und die kleine externe Festplatte mit USB 3.0. Ist ja witzig, dass sie jetzt wirklich überall draufschreiben hier. This product contains chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. That's crazy. Aber verboten wird's nicht. Bin ich etwas überrascht. Also diese Solid State externe Festplatten. Die sind super mini und super leicht. Also ich habe noch eine zu Hause in Düsseldorf, die konnte ich nicht mitnehmen, weil sie zu schwer und zu groß ist. Das ist noch so eine von diesen fetten. Weißt du, wo sich drinnen was dreht. Aber die hier, das ist ja fast wie ein größerer USB-Stick. Wow. Erster Eindruck vom neuen Laptop ist auch so, auch gut. Der alte, der steht ja hier noch. Der läuft auch, man darf halt nur nicht zu- und aufklappen, sonst bricht er auseinander. Und das Kabel zum Aufladen, das gibt auch langsam auf. Und da war ja immer dieses schwere Ding hier dabei. Adapter. Von der Steckdose zum Computer. Die Dinger sind jetzt auch ganz klein und leicht geworden. Also irgendwie habe ich da einen Trend verpasst. Das Ding, das wiegt gar nichts. Und ja, der Computer, der ist natürlich auch wesentlich leichter als... Oder der Laptop ist auch wesentlich leichter, als ich gewohnt bin, weil das Ding wiegt 3-4 Kilo und das Ding wiegt, keine Ahnung, 1,5. So, jetzt geht's aber erstmal essen. Das heißt, ich werde das Ding aufladen und mich danach mit vollgeballertem Magen mit beschäftigen. Abendessen, Taco-Salat. Also, erst gibt's diese Chaco Tortilla Chips. Die werden auf dem Teller zerdrückt. Salat. Obendrauf. Dann Tomaten, Avocado, Zwiebeln, Käse. Und wir fahren immer zum Blackbeard Diner, denn die machen das beste Salatdressing mit Bacon und so weiter. Und ich habe noch kein Salatdressing in irgendeinem Supermarkt gefunden, das mir irgendwie schmeckt. Und das hier ist Sour Cream. Did we have this before? Nein. But she gave it to us, so it's my Tante Schinken? Geschenkt. Ja, die Lehen war halt, wie gesagt, bei der Tante, weil da ein Paket angekommen ist, der Laptop. Und da hat sie da einiges abgestaubt an
Free Food, also einem kostenlosen Essen, inklusive diesem komischen Fleisch, 5 Jahre alt und so einige andere Dinge. So dass unser Kühlschrank, ja, sieht mal wieder gut gefüllt aus mit irgendwelchen komischen Klamotten. Aber jetzt stütze ich mich erstmal auf den Tacosalat und hoffe, dass mir nicht schlecht wird oder weiteren Urlaub, dass ich krank werde von diesem alten Fleisch. So, mit dem Fleisch, was natürlich viele Gewürze hat und Bohnen und Mais und so weiter. Wenn man das richtig isst wie die Liane, dann mancht man alles zusammen. Und wenn man das isst wie ich, so dass man halt ein bisschen Wärme und ein bisschen Kühle, dann separiert man das so ein bisschen. Ja, das ist eines der Lieblingsessen von der Liane. Deswegen gibt es das auch regelmäßig. Das ist nicht schlecht. There was another package, I just realized. While eating, I couldn't wait to open it, because I had no idea what it is. But I ordered for $3 or $4 at Banggood in China. This little box. Diese die kleine Box mit einem Mikrofon. Damit ich nicht immer dieses komische Geräusch da ständig am Gehäuse habe. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Kriege ich schon nicht da rein, jetzt muss ich erstmal fertig essen. So, das ist einfach mal ein kurzes Testvideo. Ich habe dieses komische Mikrofon angeschlossen. Ich zeige es gleich mal im Spiegel. Super schrottig. China halt. Aber ich habe das gleiche Ding auf Amazon gesehen für 25 $. Und das hat mich jetzt $3 gekostet. Bin ja gespannt, ob beim Ein- und Ausschalten dieses komische Geräusch immer noch entsteht. Und ob meine Stimme eventuell besser zu hören ist jetzt. Sag mal was. Ja, was? Okay, das reicht. Also ich traue dem Ding nicht irgendwie. Mal gucken, machen wir mal einen Test. Und jetzt? Wie ist die Soundqualität jetzt? Wahrscheinlich genau gleich. Machen wir es wieder zurück. Ich weiß ja nicht, ob ich da irgendwas umstellen muss oder sonst irgendwas. Und ob dieses Klacken aufhört. Das war ja das größte Problem. Wahrscheinlich hört es nicht auf. Aber mal sehen. Vielleicht ist es super geil. Your region is set to the United States. Is that right? Yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Do you also type with another keyboard layout? No. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, crazy. Apps, and... Jetzt habe ich den Computer seit, keine Ahnung, einer Stunde. Geh mir schon auf den Sack. Sign in hier Microsoft Account, sign in hier Google Account, sign in Password, Recovery, keine Ahnung. Und natürlich ist nichts drauf hier. Normalerweise so, benutze ich ja hier Google Chrome oder Firefox und das ist nichts drauf. Oh, nervig. Seit über 3 Stunden oder knapp 3 Stunden sitze ich jetzt hier in dem Computer. Also da ist auf jeden Fall keine easy Möglichkeit, hier eine gecrackte Windows-Version draufzuziehen. Und mit Windows 10 komme ich immer überhaupt nicht klar. Ist sogar schwierig, einfach mal den Computer re-zustarten. Na, jetzt habe ich das ganze Ding mal abgedatet. Gut, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, wenn ich einen neuen Laptop kaufe oder einen Rechner, noch einen funktionierenden alten habe. Das wird vieles erleichtern. Nichtsdestotrotz ist das Internet sau langsam. Ich habe gerade für Google Chrome eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das runterzuladen. Geht natürlich gar nicht. Und jetzt mache ich auch gleich mal Schluss damit. Also mir gefällt er natürlich sehr gut irgendwo, weil er schnell ist. Einigermaßen, aber ist natürlich nichts drauf, kann ja natürlich kaum mit arbeiten. Die externe Festplatte gefällt mir auch sehr gut und dieses Backlight gefällt mir auch gut. Es hat diesmal blau, anstatt bei dem rot. Aber er macht einen soliden Eindruck, ist auch leichter. Dieser Fingerprint, Fingerabdruck
Login ist auch cool. Aber ansonsten komme ich halt noch nicht so richtig damit klar. Aber das ist ja immer so bei neuen Sachen. Mal gucken, wie ich das löse mit dem Windows. Mit dem Office. Denn Word und sowas, da braucht man ja schon. Aber es kostet ja Geld. Und die neuesten Versionen, die sind dann jährliche Subscriptions. Das heißt, man muss jedes Jahr neu bezahlen. Das mache ich ja natürlich überhaupt gar nicht. Muss ich mal gucken. Auf der einen Seite bin ich natürlich super happy, auf der anderen Seite natürlich schon wieder genervt. Wie immer. Okay, I was able to connect my computer with the router without... Ach, also ich war jetzt imstande, meinen Computer, meinen neuen Laptop mit dem Router zu verbinden, ohne das Modem zwischengeschaltet zu haben, also mit der LAN-Verbindung, Ethernet. Und siehe da, unsere Geschwindigkeit, ich habe den Test jetzt zweimal durchlaufen lassen, 176 Megabit. Also eigentlich bezahlen wir für 150 und wir hatten ja die ganze Zeit nur 30 und über den Tag weg manchmal 6, 10, 20. Also liegt es am Modem. Sieht so aus, als müsste man Modem kaufen, was imstande ist, ein stärkeres Wi-Fi-Signal rauszusenden. 176. Das ist schnell. Das war vielleicht ein Drama, das normale Internet über WLAN wieder hinzubekommen. Aber es liegt da definitiv am Modem, denn mit dem Modem Download Speed 60 anstatt 176. Oh, jetzt muss ein neues Modem her. Das geht mir natürlich schon wieder tierisch auf die Nüsse. Na egal. Jetzt habe ich genug an dem neuen Laptop rumgebastelt. Gefällt mir auf jeden Fall. Windows 10 ist neu, gefällt mir auch. Und solange halt ich den alten Laptop habe, da brauche ich auch kein neues Office, Word und Excel und sowas. Denn es läuft ja auf dem anderen. Perfekt mit der gecrackten Version. Ja. Ist auch gut. Okay, als letzten Test heute habe ich den Computer runtergefahren und hochgefahren. Runterfahren 4 Sekunden, hochfahren 10 Sekunden. Und dann muss man halt nur mit dem Fingerabdruck. Dauert nochmal eine halbe Sekunde. Also nach 9 Sekunden will er einen Fingerabdruck sehen. Und nach 10 Sekunden fährt das Ding hoch. 10 Sekunden. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass mein Rechner, der ja noch läuft, aber der sich, wie gesagt, in Wohlgefallen auflöst, geht mir jetzt nicht. Da braucht 4 Minuten, um hochzufahren. Und dann laufen immer noch irgendwelche komischen Prozesse. Von daher... Oh.